Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte Ihnen heute einmal eine sehr persönliche Frage stellen. Und zwar geht es mir nicht darum, wie viele Autos Sie haben, wie viele Häuser Sie besitzen, wie viel Geld Sie auf der Bank haben, wie viele Ehen Sie bereits hinter sich gebracht haben. Es geht um eine weitaus wichtigere Frage, eigentlich die wichtigste Frage, die Sie sich in Ihrem Leben stellen könnten. Und diese Frage lautet: Wie nahe sind Sie Gott? Oder anders ausgedrückt, wie nahe ist Gott Ihnen? Ist Gott Wirklichkeit in Ihrem Leben? Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass Gott über Ihnen wacht, dass Gott auf das achtet, was Sie tun? Wissen Sie überhaupt, ob es Gott wirklich gibt? Viele Menschen heute sind sich da gar nicht so darüber im Klaren. Sie glauben vielleicht an eine erste Ursache, vielleicht, dass wir das Endprodukt einer Evolution sind, die in einer Ursuppe begonnen hat, in einer schlammigen Ursuppe, aus der sich dann ein Mollusk gebildet hat. Und aus diesem Mollusk sind letztendlich die Menschen geworden, wie ja auch Darwin gesagt hat, dass wir letztendlich nichts weiteres sind als wandernde Mollusken. Und man denkt dann vielleicht, dass Gott so die erste Ursache war, die diese Entwicklungsprozesse in Gang gebracht hat. Ist das, was Sie von Gott denken? Meinen Sie, dass Gott irgendwo vielleicht im Universum sein mag, als ein Geistwesen, wie Sie sich das so vorstellen, aber keinerlei Anteil nimmt an dem, was hier auf Erden geschieht? Oder verstehen Sie, dass Gott eine Persönlichkeit ist, die Sie beobachtet, die einen Kontakt, eine Beziehung herstellen will mit Ihnen persönlich? Aber da gibt es natürlich Voraussetzungen, um diese Beziehung herstellen zu können. Zunächst einmal müssen wir glauben, dass es Gott gibt, den wahren Gott. Ich spreche nicht von Götzen, ich spreche nicht von irgendwelchen Göttern, ich spreche von dem wahren Gott, wie er in der Bibel offenbart wird. Im Hebräerbrief lesen wir, dass wenn jemand zu Gott kommen will, der muss zunächst einmal glauben, dass es Gott gibt. Und dann muss er auch glauben, dass Gott denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Gehören Sie zu denen, die Gott suchen? Gehören Sie zu denen, die glauben, die felsenfeste Überzeugung haben? Denn Glauben ist ja eine Überzeugung, dass es Gott wirklich gibt. Und nicht nur das, dass Gott in Ihrem Leben wirkt. Gott sagt uns, dass wir uns beweisen können, dass es ihn gibt. Und zwar dadurch, dass wir ihn prüfen. Nun, wir haben gehört, dass man Prüfungen ablegen kann, Examina ablegen kann, und diese Prüfungen zeigen dann, wo man so steht, was man so gelernt hat, was man weiß. Aber interessanterweise sagt uns Gott, wir können ihn prüfen, wir können uns beweisen, dass es ihn gibt, und nicht nur, dass es ihn gibt, sondern dass er in unserem Leben tätig ist. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Alten Testament an, im Buch Maleachi. Maleachi Kapitel 3. Und wir werden hier ein Beispiel finden, wie man prüfen kann, wie man sich beweisen kann, wie man Gott auf die Probe stellen kann, sozusagen, ob es ihn wirklich gibt und ob er und wie er in unserem Leben wirkt. In Maleachi Kapitel 3 lesen wir angefangen in Vers 8. Da stellt nämlich Gott eine sehr bedeutsame Frage an die damaligen Juden im Alten Testament, aber diese Frage ist nach wie vor für uns heute auch relevant. Er fragt nämlich: Ist es recht, dass ein Mensch, also nicht nur ein Jude, ein Mensch, Gott betrügt? Gott betrügt? Wie kann man Gott betrügen? Könnte man sich fragen. Und hier, er sagt: Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht: Womit betrügen wir dich? Die Antwort, die man so erwarten kann von Menschen, die keine enge Beziehung haben zu Gott. Dass wir betrügen Gott? Inwiefern? Und er sagt dann: Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Schauen Sie, das Zehntengebot, dass man also 10% von seinem Einkommen an Gott abzuführen hat, das Gebot besteht heute nach wie vor. Und dann werden Opfergaben erwähnt. Und wir lesen in der Bibel im Alten sowohl als auch im Neuen Testament, dass man hin und wieder Opfergaben bringen muss.
unter anderem an Gottes heiligen Festtagen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden in dieser Predigt. Und er sagt, wenn er das nicht tut, dann betrügt ihr mich, denn das Geld gehört euch gar nicht. Ich bin derjenige, dem alles gehört. Und ich habe euch gesegnet, ich habe euch Geld gegeben, verlange aber dafür, dass ihr mir 10% von dem, was ich euch gebe, zurückzahlt. Damit ist der Zehnte angesprochen. Und wie gesagt, dann gibt es auch Opfergaben. Aber das ist nicht etwas, was die Menschen damals hören wollten. Das ist nicht etwas, was die Menschen heute hören wollen. Und so sagt Gott, darum seid ihr auch verflucht. Denn ihr betrügt mich allesamt. Schauen Sie, das ist ein Beispiel. Wenn man Gottes Gebote nicht hält, dann ist der Fluch die automatische Konsequenz. Das Gleiche gilt, wenn man Gottes Gebote hält. Dann ist damit auch schon bereits ein Segen verbunden, ein automatischer Segen. Und darüber hinaus lesen wir, dass Gott uns dann den Lohn gibt, wenn wir ihn sorgfältig suchen. Aber Gott sagt hier zu den damaligen Juden, er sagt uns dies heute auch, ihr seid verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Und dann sagt er in Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Schauen Sie, damals war es so, dass man die Zehnten in Form von Gütern gebracht hat, von Früchten, von Gemüse und so weiter und so fort. Aber wenn man das damals nicht konnte, konnte man auch damals bereits schon das in Geld umwandeln und Geld bringen. Und das ist heute so die Art und Weise, wie der Zehnte gezahlt wird in der Kirche Gottes. Er sagt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit. Prüft mich hiermit. Die Mengebibel übersetzt, stellt mich hiermit auf die Probe. Prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Schauen Sie, dies ist eine Art und Weise, wie Gott in unserem Leben sehr real werden kann. Natürlich, wenn jemand das nicht tut, kann er auch nicht erwarten, dass er von Gott gesegnet wird. Aber Gott gibt ein Versprechen ab. Er sagt, wenn ihr mir gehorcht, prüft mich damit und ich werde euch zeigen, dass damit Segen verbunden ist, dass ich real werden kann in eurem Leben. Und so sagt er dann, und ich will euch um euretwillen den Fresser bedrohen, der Fresser eine Bezeichnung für eine Heuschreckenart, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde auch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn er sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Und Gott legt uns hier in diesem Beispiel Segen und Fluch vor. Haben wir viel Unglück in unserem Leben heute? Laufen die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten? Kann es daran liegen, dass wir nicht willens sind, Gottes Gebote zu befolgen und damit einen automatischen Fluch über uns bringen? Gott sagt, prüft mich. Prüft mich, ob euch nicht Segen widerfährt, wenn ihr mir gehorcht. Wir lesen an anderen Stellen, wie zum Beispiel im ersten Buch Könige, dass die Königin von Sheba kam, die Königin des Südens, um den Salomo zu prüfen. Die stellte ihm Fragen, um zu sehen, wie er die beantworten würde. Und sie erkannte die Weisheit Salomos und sie sagte, ich habe viel von der Weisheit gehört, aber ich kam, um dich zu prüfen, um zu sehen, ob du wirklich so weise bist, wie es die Menschen sagen. Und sie war natürlich dann von der Weisheit Salomos angetan. Und wie die Königin den Salomo prüfte, so sagt Gott, prüft mich. Und ihr werdet sehen, ob das, was ich euch sage, wahr ist oder nicht. Wenn wir uns ferne von Gott fühlen, wenn wir vielleicht die Idee haben, dass Gott so gar nicht in unserem Leben wirkt, gar keinen Anteil nimmt an unserem Leben, dann kann das sehr damit zusammenhängen, wie wir leben. Schauen wir uns einmal eine Stelle im Jakobusbrief an. Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4 und angefangen in Vers 4. Gott macht es sehr deutlich. Und ich spreche von dem wahren Gott der Bibel. Der macht das sehr deutlich, wie er Realität werden kann in unserem Leben und wie auf der anderen Seite wir durch unser Leben es verhindern, dass Gott in unserem Leben Gestalt gewinnen kann. Das heißt hier in Jakobus 4 und Vers 4, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.
Eine starke Aussage. Wenn Sie Freund der Welt sein wollen, sind Sie damit automatisch ein Feind Gottes. Mit anderen Worten, wenn Sie so leben wollen, wie die Welt lebt, dann werden Sie Gott nicht gehorchen. Und wenn Sie Gott nicht gehorchen, dann betrachtet Gott Sie als seinen Feind. Und er fährt fort zu sagen, oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, die von Gottes Wort nichts wissen wollen, die meinen, sie könnten selbst entscheiden, wie sie zu leben haben. Sie bräuchten niemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun hätten. Gott widersteht einer solchen Haltung und er sagt, aber er gibt den Demütigen Gnade. Den Demütigen, die vor Gottes Wort erzittern, die sich fürchten, Gottes Wort zu brechen, die demütig sind, die sich belehren lassen, die etwas annehmen von dem, was Gott ihnen sagt. Er sagt in Vers 7 nun, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott. Schauen Sie, naht euch zu Gott. Aber wie tun wir dies? Wie können wir uns Gott nähern? Wie können wir zu dem Punkt gelangen, dass Gott Realität ist in unserem Leben? Wir nahen uns zu Gott und so naht er sich zu uns. Wie tun wir dies? Reiniget die Hände, ihr Sünder, und heiliget eure Herzen, ihr Wankelmütigen, ihr Zweifler, ihr, die ihr manchmal vielleicht das Richtige tun wollt, aber dann auf der anderen Seite wiederum nicht, die gar nicht so recht wissen, wie sie zu leben haben. Und er sagt, jammert und klagt und weint, euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Eure Freude, in der Welt zu leben, so wie die Welt lebt. Euer Lachen, weil man das Vergnügen der Welt haben will. Gott sagt, lehnt das ab. Ihr solltet vielmehr darüber weinen, dass ihr so leben wollt und so gelebt habt, wie die Welt lebt. Und er sagt dann in Vers 10, demütiget euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Schauen Sie, der Zusammenhang ist, die Sünde ablegen, Gehorsamkeit zeigen. Das ist, wie man sich Gott naht, und dann wird sich Gott uns nahen und er wird uns erhöhen. Er wird uns segnen. Er wird Realität werden in unserem Leben. Den meisten Menschen heute klingt das lächerlich. Die glauben nicht daran, dass so etwas überhaupt möglich ist. Die meisten wissen ja noch nicht einmal, ob es überhaupt Gott gibt, den wahren Gott. Sie glauben an eine innere Eingebung vielleicht, an den siebten Sinn, aber glauben Sie an Gott, der sie erschaffen hat? Jakobus sagt uns deutlich hier, dass unsere Sünde uns davon abhält, eine enge Beziehung zu Gott zu bilden. Jakob, als er vor seinem Bruder Esau floh, der hatte ja einen Traum, wie Sie sich erinnern können. Er sah die Himmelsleiter und sah Gott oben auf der Leiter stehen und die Engel gingen an dieser Leiter hinauf und hinab. Und als er dann erwachte, erkannte er, dass Gott in diesem Traum zu ihm gesprochen hatte und er sagte, wenn du mit mir bist, und wenn du mich zurückführst in dieses Land, aus dem ich jetzt fliehen muss, dann will ich dir den Zehnten geben von allem, was ich dann haben werde. In gewisser Weise prüfte er hier Gott, wie auch Malachi das sagt. Nun, er hätte das natürlich anders anstellen sollen, denn er kannte ja bereits schon die Vorschrift Gottes, dass man den Zehnten zum Beispiel zahlen musste. Aber er war damals noch nicht bekehrt. Und so prüfte er Gott und in der Tat segnete Gott ihn. Und er kam zurück zu dem Ort, den er verlassen hatte und hat dann ohne Zweifel den Zehnten auch gezahlt. Ein Beispiel wiederum, wie man Gott prüfen kann, wie man Gott prüfen sollte, um herauszufinden, wenn man da Zweifel hat, ob Gott in unserem Leben wirklich tätig ist oder sein kann. Schauen Sie, Gott kann in unserem Leben Realität werden. Er muss es. Er muss es sogar. Aber wie gesagt, die Verantwortung liegt nicht unbedingt bei Gott, der sich uns erkenntlich gemacht hat, der uns zieht, der uns aus dieser Welt herauszieht. Die Verantwortung liegt jetzt bei uns, dass wir ihm gehorsam sind. Es gibt ein sehr interessantes Beispiel, das ich Ihnen kurz vorlesen möchte, im zweiten Buch Chronik. Das ist damals vor vielen, vielen Hunderten, Tausenden von Jahren geschehen, aber wie wir jetzt sehen werden, sind diese Beispiele der Bibel für uns heute von sehr großartiger Bedeutung.
Im zweiten Buch Chronik, da lesen wir in Kapitel 15, angefangen in Vers 1, wie man sich Gott nahen kann und nahen sollte und was die Konsequenz dessen ist, wenn man dies tut. Da heißt es, und auf Asaria, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes. Und er zog er hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, hört mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, weil oder solange ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, dann wird er sich von euch finden lassen. Werdet ihn aber verlassen, so wird er euch auch verlassen. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, schauen Sie. Lange Zeit hindurch, Vers 3, war Israel ohne rechten Gott. Die hatten zwar Götter, Götzen, aber nicht den rechten Gott, den wahren Gott, den Gott der Bibel, der sich in der Bibel offenbart. Den hatten sie nicht, den haben die meisten Menschen heute auch nicht. Und so sagt er hier, lange Zeit hindurch war Israel ohne rechten Gott, ohne Priester, der da lehrte, der das richtige, wahre lehrte, und ohne Gesetz. Schauen Sie, die Priester, die es damals gab, die lehrten nicht, dass das Gesetz zu halten sei, wie das die meisten Priester heute auch nicht tun. Schauen Sie, was die Konsequenz war einer solchen Haltung. Vers 4. Als sie sich aber in ihrer Not zu dem Herrn, dem Gott Israels, bekehrten und ihn suchten, da ließ er sich von ihnen finden. Zu der Zeit, also als sie so lebten, wo es keinen wahren Priester gab, der ihnen die Wahrheit lehrte, als sie nicht an den wahren Gott glaubten, zu der Zeit gab es keine Sicherheit für den, der aus- und einging. Denn es war große Verwirrung bei allen, die in diesen Ländern wohnten. Denn ein Volk zerschlug das andere und eine Stadt die andere, denn Gott erschreckte sie mit Ängsten aller Art. Eine Beschreibung für uns heute, wie das in den meisten Städten und Ländern so zugeht. Vers 7. Ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Sohn. Euer Werk hat seinen Lohn. Wie gesagt, wie wir eben gelesen hatten, wenn wir Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Wir müssen daran glauben, dass er existiert und dass er denen, die ihn suchen, den Lohn gibt. Genau das wird hier zum Ausdruck gebracht. Als aber Asa diese Worte hörte und die Weissagung, die der Prophet Asaria, der Sohn Obeds, gesprochen hatte, ward er getrost, aber er hat etwas getan, schauen Sie. Und er tat weg die greulichen Götzen aus dem ganzen Lande Juda und Benjamin, aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, und erneuerte den Altar des Herrn, der vor der Vorhalle des Herrn stand. Er lehnte jetzt diesen Götzendienst ab, der damals herrschte, der heute so verbreitet ist, auch in unserem christlichen Europa. So sucht man Gott nicht. Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und alle aus Ephraim, Manasse und Simeon, die bei ihnen wohnten, denn es fiel ihm eine große Menge aus Israel zu, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Schauen Sie, jetzt war Gott mit ihm, denn er hat den Götzendienst abgeschafft. Und sie versammelten sich in Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres der Herrschaft Asas und opferten dem Herrn am selben Tage von der Beute, die sie hergebracht hatten, 700 Rinder und 7000 Schafe, Vers 12. Und sie traten in den Bund, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Die haben also regelrecht einen Bund geschlossen, einen Vertrag, Gott zu suchen. Sie wollten sich Gott nahen. Sie nahten sich Gott, indem sie von dem Götzendienst abließen. Wer aber den Herrn, den Gott Israels, nicht suchen würde, der sollte sterben, klein und groß, Mann und Frau. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, unter Freudengeschrei und unter Trompeten und Posaunenschall. Und ganz Juda war fröhlich über den Schwur, denn sie hatten geschworen von ganzem Herzen. Und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Meinen Sie, das würde heute anders aussehen, wenn wir wirklich uns bemühen würden, Gott von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Willen zu suchen? Er wird sich finden lassen. Er sagt uns ja durch Jesus Christus, suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Das Problem ist, die meisten Menschen heute wollen Gott nicht suchen, wollen Gott nicht finden, wollen sich nicht Gott unterstellen. Und schauen Sie, was die Konsequenz ist. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Wir wollen in einem Lande leben, in dem es Frieden gibt, das nicht bedroht wird von anderen Völkern.
suchen wir Gott. Und er wird sich finden lassen. Aber wenn natürlich jemand, wie das damals der ehemalige Kanzler Helmut Schmidt gesagt hat, behauptet, dass man ein Land nicht mit der Bergpredigt regieren kann, nun ja, dann ist natürlich schon die schlimme Saat gesät. Vers 16. Auch setzte der König Asa seine Mutter Macha ab, dass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Der Aschera, einer heidnischen Göttin, die wird auch Ischa genannt, von der sich das Wort Ostern ableitet. Und dann heißt es hier, und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Eines hat er allerdings nicht getan. Aber die Opferhöhen in Israel wurden nicht entfernt. Doch war das Herz Asas rechtschaffen, sein Leben lang. Leider nicht mehr dann am Schluss. Es heißt in Vers 18, und er brachte ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, Silber, Gold und Gefäße. Vers 19, und es war kein Krieg, bis in das 35. Jahr der Herrschaft Asas. Die ganze Zeit hindurch, wo Asa Gott suchte, wo das Volk Gott suchte, da gab es Frieden. Aber dann, wenn Sie das 16. Kapitel lesen, dann sehen Sie, dass zu Ende seines Lebens der Asa abfiel von Gott. Eine schreckliche, letztendliche Konsequenz. Aber bis das geschehen war, gab es Frieden im Lande. Wir sehen, dass sich das Nahen zu Gott im Zusammenhang stehen muss zu dem Ablegen von Sünde. Wenn wir wirklich wollen, dass Gott in unserem Leben tätig ist, dann müssen wir die Sünde ablegen. Im Hebräerbrief lesen wir eine interessante Stelle im 11. Kapitel über Mose. Und ich denke mir, dass das, was Mose getan hat, uns durchaus ein positives Vorbild sein sollte. Und schauen Sie, wie Mose gelebt hat im Hinblick auf Gott. Und fragen wir uns, leben wir auch so? In Hebräer Kapitel 11 und Vers 27, denn schauen Sie, der Mose, der hatte eigentlich alles, so menschlich gesehen, in Ägypten. Der war ein mächtiger Mann dort. Einige sagen uns sogar, als der Sohn der Tochter des Pharao würde er möglicherweise die Herrschaft über Ägypten übernommen haben. Aber hier lesen wir Folgendes über Mose in Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Und er fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er wandelte ganz buchstäblich mit dem unsichtbaren Gott, als ob er ihn sähe. Gott war eine solche Realität für Mose, dass Mose wusste, dass sein Eingang, sein Ausgang, alles das, was er tat, wie auch David es nachher sagte, von Gott beobachtet wurde. Dass es nichts gab in seinem Leben, was Gott unbekannt war. Er lebte mit dieser Realität. Und Gott war ihm nahe, vielleicht näher als irgendein anderer Mensch. Mit der Ausnahme natürlich von Jesus Christus. Schauen Sie, so hat Mose gelebt. Abraham war auch ein Mensch, der Gott sehr, sehr nahe war. Und in Jakobus Kapitel 2 lesen wir etwas über den Abraham. Jakobus Kapitel 2, die Verse 22 und 23. Jakobus bespricht die Tatsache hier, dass der Glaube, der theoretische Glaube allein an Gott nicht ausreicht, sondern der Glaube muss sich durch Werke wirksam erweisen, manifestieren, unter Beweis stellen. Und so sagt er hier, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, schauen Sie aber, sein Glaube wurde durch Werke unter Beweis gestellt, Gehorsam, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden und er wurde ein Freund Gottes genannt, weil er Gott gehorsam war, weil er Gott geglaubt hat. Und seinen Glauben durch seine Werke unter Beweis gestellt hat, wurde er ein Freund Gottes genannt. Wie natürlich auch Mose ein Freund Gottes war. Wie Sie und ich ein Freund Gottes sein können. Glauben Sie nicht, ja, das bezieht sich lediglich auf Mose und auf Abraham. Das waren also diese Giganten des Alten Testamentes. Das ist für uns heute nicht mehr bedeutsam. Keineswegs. Gott schaut die Person ja nicht an.
Gott blickt auf das Herz. Aber wir sehen, wie nahe Gott diesen beiden Menschen war. Und so wir sehen auch, wie nahe uns Gott werden kann, wenn wir es wollen. Wir können nur dann Freunde Gottes sein, wenn wir willens sind, ihm zu gehorchen. Und so lesen wir im 15. Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes Kapitel 15. Die Verse 14 und 15. Johannes Kapitel 15 und die Verse 14 und 15. Abraham war ein Freund Gottes. Aber Christus sagt seinen wahren Jüngern in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Schauen Sie, wenn wir nicht tun, was Christus uns gebietet, dann gilt die Umkehrung auch. Dann sind wir eben nicht seine Freunde. Er sagt in Vers 15, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Schauen Sie, Gott hat uns durch Jesus Christus die Wahrheit deutlich gemacht. Alles das, was Christus von dem Vater gehört hatte, das gab er an seine Jünger weiter. Und als die willens waren, Christus zu gehorchen, da wurden sie seine Freunde. Schauen Sie, die Idee heute, die im traditionellen Christentum so weit verbreitet ist, ist ja die, dass Christus kam, der rebellische junge Mann, um die Gebote seines Vaters abzuschaffen und um sie mit seinen eigenen neuen Geboten der Liebe zu ersetzen. Ist das, was Christus hier gesagt hat? Alles das, was ich vom Vater empfangen habe, sagt er uns, hat er an uns weitergegeben. Christus sagte, meint nicht, ich bin gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Er sagte, solange wie es den Himmel gibt, solange wie es die Erde gibt, da wird es nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz geben, was vom Gesetz fallen wird. Gott gibt uns Erkenntnis, wenn wir ihm gehorchen. Gott naht sich uns, wenn wir uns in seiner Nähe befinden wollen. Wenn wir lehren, dass Christus kam, das Gesetz Gottes abzuschaffen, können wir nicht erwarten, dass uns Gott nahe ist. Können wir nicht erwarten, dass die, die so etwas lehren, uns Gottes Weisheit weitergeben. Weil sie haben ja Gottes Wahrheit abgelehnt. Mit solchen Ideen. In Philipper Kapitel 3 und in Vers 8 sagt uns Paulus, dass wir die richtigen Prioritäten in unserem Leben haben müssen, dass wir nicht weiterhin Freund der Welt sein dürfen, so leben können und sollen, wie die Welt es tut, die von Gott nichts weiß, die von Gott nichts wissen will. Paulus sagt hier in Philipper 3 und Vers 8, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus war willens, alles aufzugeben, was er hatte in diesem Leben, wenn dies notwendig war, um Christus untertan sein zu können, um Christus zu gewinnen, um die Erkenntnis Jesu Christi zu erlangen, die Erkenntnis, wie wir zu leben haben, wie wir uns Gott nahen können. Ist das unsere Realität oder ist das eine theoretische Idee? Schauen wir uns Vers 10 an. Ihn möchte ich erkennen, sagt Paulus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, wenn dies notwendig ist, damit, Vers 11, ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Schauen Sie, das war die Hoffnung des Paulus. Paulus glaubte nicht daran, dass er eine unsterbliche Seele hätte, die in den Himmel ginge, wenn er sterben würde. Er wusste, wenn er stirbt, dann wird er im Grabe sein, auf die Auferstehung wartend, einen traumlosen Schlaf träumend sozusagen, schlafend. Derjenige, der stirbt, der ist tot im Grabe, erwartet die Auferstehung von den Toten, hat kein Bewusstsein, aber er stirbt und in der nächsten Sekunde seines Bewusstseins wird er auferweckt werden.
Und Paulus sagte, das ist das Endziel, worum es geht. Und wenn alles dies, was ich hier aufführe, verhindern würde, dass ich zu der Auferstehung von den Toten gelange, dann lehne ich das ab, betrachte es als Dreck, betrachte es als etwas, was nicht notwendig ist, was nicht in meinem Leben existieren sollte. Er wollte Gott so nahe sein, wie es eben ging. Interessant ist, dass schon zur Zeit des Paulus die Menschen begannen, die Auferstehung von den Toten zu bezweifeln, sie abzulehnen, zu sagen, ja, es gibt gar keine Auferstehung von den Toten. Die braucht es ja auch gar nicht zu geben, denn wenn wir sterben, dann gehen wir sofort in den Himmel ein als unsterbliche Seelen. Und Paulus sagt, das ist eine totale blasphemische Idee. Schauen wir uns dies an, 1. Korinther Kapitel 15. Und ich wage zu behaupten, dass heute viele von Ihnen das gehört haben, je nachdem in welcher Kirche Sie groß geworden sind, dass Sie an und für sich ja gar nicht die Auferstehung von den Toten brauchen, dass Sie ja bereits schon unsterbliches Leben haben, in Form der unsterblichen Seele. Eine Idee, die nicht aus der Bibel stammt. Eine Idee, die aus dem Heidentum ins sogenannte Christentum eingeführt worden ist, die abzulehnen ist, die verhindert, dass wir uns Gott nähern können. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Denn es kamen viele, die bereits schon ein falsches Evangelium gepredigt haben zu der Zeit. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäre. Es ist nämlich möglich, dass man von dem wahren Glauben abfällt, wenn man sich die falschen Ideen einverleibt, die so in der sogenannten christlichen Welt herumgeistern. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich euch empfangen habe, was ich auch empfangen habe in Vers 3, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Schauen Sie, sie sind entschlafen. Sie gingen in den Schlaf des Todes ein. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, denn ich bin nicht wert, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde, die Kirche Gottes verfolgt habe. Und jetzt sagt er in Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Damals schon wurde das gelehrt. Heute wird es im Großen und Ganzen gelehrt. Glauben Sie, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt? Wenn ja, glauben Sie, dass Sie so leben müssen wie Paulus, damit Sie alles tun können, was in Ihrer Macht steht, um die Auferstehung der Toten erlangen zu können, teilzuhaben an der Auferstehung von den Toten? Schauen Sie, was er hier sagt. Vers 13. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen erfunden werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Vers 17. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und dann fährt er natürlich fort zu sagen, dass Christus auferstanden ist und dass auch wir auferstehen werden. Und wir sind eben nicht mehr in unseren Sünden, wenn wir das Opfer Jesu Christi anerkennen, wenn wir Vergebung für unsere Sünden erlangen, nachdem wir bereut haben. Denn wir erhalten keine Vergebung von unseren Sünden, wenn wir nicht bereuen, wenn wir keine Kehrtwendung machen in unserem Leben. Aber wenn wir es tun, dann wird uns Vergebung der Sünden zuteil und dann können wir in der Nähe Gottes leben. Dann wird Gott nahe zu uns sein. Dann wird Gott Realität für uns sein. Die Sünde ist es, die uns davon abhält, die Nähe Gottes zu suchen und zu finden. 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3, angefangen in Vers 1. 2. Petrus Kapitel 3,
und lesen wir die Verse 1 bis 4. Da sagt Petrus oder Kephas im Aramäischen: Das ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten, und an das Gebot des Herrn und Heilandes, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen, in denen wir uns heute befinden, Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen. Schauen Sie den Aspekt der Sünde hier. Und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Schauen Sie, wir sprechen von der Auferstehung der Toten. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden auferweckt werden von den Toten, wenn Christus wiederkommt. Diese Spötter hier lehren, ja, Christus kommt gar nicht wieder. Die lehren auch, ja, es gibt gar keine Auferstehung von den Toten. Die ist ja auch gar nicht notwendig. Denn wir gehen ja sofort in den Himmel ein, als unsterbliche Geistwesen, als unsterbliche Seelen, wenn wir sterben. Schauen Sie, wie dies im absoluten krassesten Widerspruch steht zu dem, was die Bibel lehrt. Es hat zu tun mit Sünde. Es hat zu tun mit den Begierden, die diese Spötter nicht ablegen wollen. Im Buch der Offenbarung, 22. Kapitel. Offenbarung 22. Lesen wir angefangen Vers 6. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Vers 7. Siehe, ich komme bald, sagt Christus zu uns heute. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und dann in Vers 10. Und er spricht zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Vers 11. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Wer sich nicht belehren lassen will, der muss die Konsequenzen erleiden. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Christus warnt uns davor, dass wenn wir die Gerechtigkeit suchen und gefunden haben, dass wir uns nicht wieder abwenden von der Gerechtigkeit, von der Heiligkeit. Gott hat uns heilig gemacht, wenn wir Gottes Geist haben. Er hat uns ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Natürlich leben wir noch in der Welt, aber wir sollen nicht teilhaben an der Welt. Schauen Sie. Und nur dann können wir eine Nähe zu Gott finden. Sünde wird uns daran hindern, Freundschaft zu Gott zu haben, eine Nähe zu Gott zu entwickeln. Es muss etwas vorgehen in unserem Leben. In Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12 und Vers 2. Römer Kapitel 12 und Vers 2. Paulus sagt klar und deutlich: Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Hier geht es wieder um das Prüfen. Die Idee, dass wir uns beweisen können, dass wir prüfen können, wie wir zu leben haben. Er sagt, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Man kann auch übersetzen, damit ihr prüfen könnt, was Gottes guter und wohlgefälliger und vollkommener Wille ist. Es geht darum, dass wir eine Sinnesänderung erfahren müssen. Dass wir uns ändern müssen, dass wir nicht mehr so leben dürfen und können, wie die Welt es tut, die nichts von Gott wissen will und kann und keinerlei Interesse hat, dass Gott teilhat an ihrem Leben. Bei uns muss das anders sein. Bei uns, die wir von Gott berufen sind. In Johannes Kapitel 7 geht Christus weiter auf diese Verantwortung ein, auf dieses Erfordernis, das wir erfüllen müssen, um eine Nähe zu Gott haben zu können. Johannes Kapitel 7, angefangen Vers 14. Da heißt es, mitten im Fest, es geht hier um das Laubhüttenfest,
auf das wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Und das hört man heute auch so häufig. Schauen Sie, Jesus Christus wurde nicht von den Pharisäern gelehrt, nicht von den Hochschulen der damaligen Zeit des Judentums, nicht von den Schriftgelehrten. Und die Juden sagten, ja, wie kann der überhaupt die Bibel verstehen, wenn er denn nicht in diesen Institutionen gelehrt worden ist? Und heute, wenn man nicht auf theologischen Instituten gewesen ist, die das sogenannte orthodoxe Christentum lehren, dann reagieren die Leute auch meistens so. Aber schauen Sie, diejenigen, die durch theologische Universitäten gehen, Theologiestudien betreiben und dann graduieren und vielleicht sogar anerkannte Priester und Prediger werden der jeweiligen Kirchen, sind während des Studiums so von der Lehre ihrer Kirche indoktriniert worden, dass sie letztendlich nicht mehr das lehren, was die Bibel sagt. Und das ist das Problem. Schauen Sie, wir müssen uns auf das konzentrieren, was die Bibel sagt, nicht was irgendwelche Kirchenväter irgendwann mal gelehrt haben, die ihre Ideen aus dem Heidentum übernommen haben. Die Wahl steht bei uns. Entweder wir glauben das, was die Bibel lehrt, oder das, was uns Menschen lehren. Und ich hoffe, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Denn schauen Sie, die Bibel widerspricht sich nicht. Jesus Christus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus Christus war das Wort Gottes in Person. Heute ist die Bibel das Wort Gottes in Schriftform. Und Christus sagt auch, die Bibel kann nicht, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Es kann keine Widersprüche bestehen. Wenn wir meinen, es seien Widersprüche vorhanden in der Bibel, liegt es daran, dass wir nicht verstehen, was die Bibel lehrt. Vor allen Dingen, wenn wir unsere vorgefassten Meinungen in die Bibel hineinlesen wollen. Ein gutes Beispiel ist die Idee, dass Christus an einem Karfreitag gekreuzigt wurde, an einem Ostersonntag auferstand. Die christliche, sogenannte christliche Welt wird ja demnächst Ostern feiern. Schauen Sie, Christus sagte, er würde für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe sein. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Seeungeheuers gewesen ist. Wenn Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde und an einem Sonntagmorgen auferstand, war er unmöglich 3 Tage und 3 Nächte im Grabe. Und er sagte, das ist das einzige Zeichen, dass ich den ungläubigen Pharisäern gebe, dass ich der Menschensohn bin, der Heiland. Und wir lesen auch, dass es kein Heil gibt außerhalb des Namens Jesu Christi. Wenn also Christus sein Zeichen nicht erfüllt hat, dann war er nicht unser Heiland und dann leben wir nach wie vor in unseren Sünden. Aber Christus hat sein Zeichen erfüllt. Nicht, dass er an einem Freitag gekreuzigt wurde, nicht, dass er an einem Sonntag auferstand, sondern er ist an einem Mittwoch gekreuzigt worden, wie das viele auch, die das erkannt haben, uns bestätigen. Und er ist an einem Samstagabend, kurz vor Sonnenuntergang, auferstanden, 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden nach seiner Grablegung. Und er hat damit das einzige Zeichen erfüllt, das er den Pharisäern gab, dass er der Messias war. Schauen Sie, einige sagen, ja, aber es heißt doch, er ist in einem Tag gekreuzigt worden, der der Vorbereitungstag des Sabbats war. Und der Sabbat ist der wöchentliche Sabbat von Freitagabend bis Samstagabend. Mit anderen Worten, muss er dann an einem Freitag gekreuzigt worden sein. Unfug! Denn die jährlichen Festtage werden auch Sabbate genannt in der Bibel. Und wir lesen im Johannesevangelium, dass dieser Tag, dieser Sabbattag, ein hoher Festtag war. Es bezieht sich dies auf den ersten Tag der ungesäuerten Brote, der in jedem Jahr auf einen Donnerstag fiel. Und bevor dieser jährliche Festtag, dieser jährliche Sabbat begann, wurde Christus an dem Vorbereitungstag für diesen jährlichen Sabbat gekreuzigt und ins Grab gelegt an einem Mittwoch. Es besteht keinerlei Widerspruch in der Bibel. Der Widerspruch wird dadurch erzeugt, dass die Menschen ihre eigenen Traditionen folgen wollen und damit die Schrift der Bibel ablehnen. Ein Beispiel nur. Es gibt so viele Beispiele. Die Entscheidung, wem Sie glauben wollen, liegt bei Ihnen. Aber wenn Sie die Karfreitag-Ostersonntag-Tradition weiterverfolgen wollen, lehnen Sie damit den einzigen Beweis ab, dass Jesus Christus Ihr Heiland war. Nun, schauen wir uns einmal an, wie es hier weitergeht. In Johannes Kapitel 7, in Vers 16, da heißt es, Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Jesus sagte, ich lehre das, was mein Vater mir gesagt hat. Wenn das die Menschen heute tun würden, wenn sie nur das lehren würden, was Gott in der Bibel uns sagt, wie anders würde die Welt aussehen? Vers 17, wenn jemand dessen Willen tun will, den Willen Gottes des Vaters, der Christus gesandt hat, dann wird er inne werden, dann wird er erkennen,
dann wird er sich beweisen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Eine weitere Art und Weise zu prüfen, ob das, was ich Ihnen sage, aus der Bibel, der Wahrheit entspricht oder nicht. Sie werden inne werden, ob das, was ich Ihnen sage, von mir herauskommt oder ob es mit dem im Einklang steht, was die Bibel sagt. Und das ist das einzig wichtige Element, um das es geht. Die meisten Menschen sind nicht willens, diesen Beweisantritt zu verfolgen. Die Bibel sagt eindeutig, wie wir zu leben haben. Im Buch Ezekiel im Alten Testament lesen wir einmal, angefangen in Kapitel 20, den Vers 10. Ezekiel Kapitel 20, angefangen Vers 10. Schauen Sie, was Gott damals den Israeliten gesagt hat. Als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, da gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch, nicht nur der Jude, nicht nur der Israelit, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Nun, meinen Sie, dass dann heute die Gebote anders aussehen? Wenn Gott sagt hier, ich gab ihnen damals meine Gebote und meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Schauen Sie Vers 12. Und ich gab ihnen auch meine Sabbate. Schauen Sie, nicht nur den wöchentlichen Sabbat, meine Sabbate, Plural. Das bezieht sich auf den wöchentlichen Sabbat und auf die jährlichen heiligen Festtage. Es gibt davon 7, die auch Sabbate genannt werden. Als ich so vor ungefähr 40 Jahren zur Wahrheit kam, da hatte ich eine interessante Unterhaltung einmal mit einem Geistlichen einer anderen Denomination, einer anderen Kirche. Und als wir auf das Thema Sabbat zu sprechen kamen, und ich ihm sagte ja, dass das Wort Sabbat sich nicht nur auf den wöchentlichen Sabbat bezieht, sondern auch auf jährliche Festtage, da sagte der, davon habe ich noch nie etwas gehört. Und das glaubte ich ihm schon. Aber die Tatsache, dass er davon noch nichts gehört hatte, besagt nicht, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Schauen Sie, es geht um die Sabbate, Plural. Den wöchentlichen Sabbat und die jährlichen Sabbate. Zum Beispiel der erste Tag der ungesäuerten Brote war ein hoher Festtag, ein hoher Sabbattag, wie uns das Johannesevangelium sagt. Aber schauen Sie, was Gott hier sagt. Ich gab Ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und Ihnen, damit Sie erkannten, dass ich der Herr bin, der Sie heiligt. Schauen Sie, das Halten des wöchentlichen Sabbats und das Halten der jährlichen Festtage wird ein Zeichen sein, das Gott uns gegeben hat, dass wir erkennen können, indem wir diese Tage halten, dass uns Gott heiligt, dass uns Gott zu einem besonderen heiligen Zweck ausgesondert hat. Und wenn Sie beginnen, den Sabbat zu halten und die heiligen Festtage, dann werden Sie das schnell erkennen, weil nämlich die Menschen um Sie herum Sie für verrückt erklären werden. Die werden Sie ablehnen. Die werden sagen, Sie hätten also Ihre Sinne verloren. Aber es geht darum, dass Gott Sie heiligt. Sie gehören jetzt einer anderen Kategorie an, wenn Sie seine Gebote befolgen. Im ersten Johannesbrief lesen wir in Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 und 4. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen. Schauen Sie, daran merken wir, dass wir Gott kennen, wenn wir seine Gebote halten. Daran erkennen wir dies. Und er sagt, und wer sagt, ich kenne ihn, oh ja, ich kenne Gott, ich kenne Jesus Christus, und er hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, und in dem ist die Wahrheit nicht. Also wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen, und von daher brauchen wir das Gesetz, inklusive den Sabbat, nicht mehr zu halten. Gott sagt, durch Johannes, ein solcher Mensch ist ein Lügner, geistlich gesehen. Und in ihm ist die Wahrheit nicht. So glauben Sie ihm nicht, ist was Johannes uns sagt hier. In Kapitel 4, 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 8. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist die Liebe. Eine Definition des Charakters Gottes ist die Charaktereigenschaft der Liebe. Gott ist die Liebe, personifiziert die Liebe. Und wenn Sie
nicht bereit sind, andere zu lieben, nicht Gott zu lieben, dann sagt uns Johannes hier, dann kennen sie Gott nicht. Dann können sie auch nicht erwarten, dass sie eine enge Beziehung zu Gott haben werden. Er fährt fort zu sagen, in Kapitel 5, die Verse 2 und 3, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, sagt die Lutherbibel hier, aber die Elberfelder Bibel übersetzt es genauer, denn das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, letztendlich. Im Anfang vielleicht doch ein wenig, wenn wir beginnen, sie zu halten, aber wenn wir Gottes Liebe in uns haben, die, wie die Bibel sagt, in uns gegossen wurde durch den Heiligen Geist, dann stellen wir diese Liebe Gottes unter Beweis dadurch, dass wir seine Gebote halten. Inklusive, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserer ganzen Kraft. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Schauen wir uns einmal ein paar Stellen an hier im 1. Johannesevangelium, oder im 1. Johannesbrief vielmehr, die auf die Liebe Gottes eingehen. Zum Beispiel in Kapitel 2 und Vers 5. Und das hat Luther hier richtig übersetzt. Warum er es in 1. Johannes Kapitel 5 unrichtig übersetzt hat, das werden wir ihn mal fragen, wenn wir ihn dann später mal vielleicht wieder sehen. In 1. Johannes Kapitel 2 und in Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. In dem ist die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Eine weitere Stelle in Kapitel 2 und Vers 15. Da heißt es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Hier wiederum auch der Gegensatz, der zum Ausdruck gebracht wird. Und dann schauen wir uns Kapitel 3 an und Vers 17, wo es heißt, wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Schauen Sie, hier wird die tätige Nächstenliebe zum Nächsten angesprochen. Und dann lesen wir in Kapitel 4 und Vers 9. Darin ist erschienen die Liebe Gottes. Schauen Sie, nicht die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes, die Liebe, die Gott hat, die er uns geben will. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Durch Christus können wir leben. Wie tun wir dies? Nun dadurch, dass unsere Sünden vergeben werden, dass Christus nun in uns lebt, dass wir das Gesetz halten, denn Gott hatte ja gesagt, er gab das Gesetz dem Menschen, sodass er lebt, wenn er das Gesetz hält. Alle diese Dinge gehören zusammen. Machen totalen Sinn, wenn man sie zusammennimmt. Und wenn man nicht anfängt, da Stellen herauszureißen aus der Bibel, um seine eigenen Argumentationen belegen zu wollen. Schauen wir uns letztendlich auch noch in Kapitel 4, Vers 12 an. 1. Johannes 4 und Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten, alle seine Gebote. Wir können dies natürlich nur dadurch tun, dass Gott uns ein Herz gibt, das willens ist, Gott untertan zu sein. Aber wenn wir uns wirklich Gott nahen wollen, wenn wir ihn suchen wollen, wenn er sich von uns finden lassen wird, dann wird Gott uns dieses Herz auch geben. Schauen wir uns einmal an, was Gott für die gesamte Menschheit versprochen hat, was in der Zukunft geschehen wird. Aber für uns, die wir heute berufen sind, sollte dies bereits heute schon Realität sein. Jeremia Kapitel 24 und Vers 7. Jeremia 24 und Vers 7. Schauen Sie, was Gott hier sagt. Ich will Ihnen ein Herz geben, dass Sie mich erkennen sollen. Schauen Sie, es gehört ein Herz dazu, in Gott zu erkennen. Die meisten Menschen wollen ein solches Herz erst gar nicht haben, heute. Ich will Ihnen ein Herz geben, dass Sie mich erkennen sollen. Dass ich der Herr bin und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren.
wenn Gott uns dieses Herz geben wird, wenn Gott den Menschen dieses Herz geben wird, werden sich von ganzem Herzen zu Gott bekehren. Und dann lesen wir weiter in Kapitel 31 im Buch Jeremia und in Vers 34. Jeremia 31 und Vers 34. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Schauen Sie, man erkennt Gott dadurch, dass man seine Sünde bereut. Und dann wird Gott einem die Sünde vergeben. Und dann wird Gott gar nicht mehr an die Sünde denken, die wir in unserem früheren Stadium begangen haben. Das ist die Nähe, von der hier die Rede ist, die wir alle in unserem Leben entwickeln müssen. 1. Johannes Kapitel 5, kehren wir wieder zum 1. Johannesbrief zurück. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 15. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Auch das ist eine Art und Weise, wie Gott sich in unserem Leben als Realität erweist. Wir beten zu Gott und Gott wird uns erhören. Und wir wissen das. Wir haben das bereits durch unsere Erfahrung kennengelernt. Wir wissen das, weil wir seine Gebote halten. Wir haben dieses Vertrauen, denn wir wissen ja, dass wir das tun, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Wenn wir allerdings zweifeln, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir bitten, dann können wir auch nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Denn im Jakobusbrief heißt es ja, dass wir, wenn wir zweifeln, nicht meinen sollten, wir würden empfangen, um was wir bitten. Denn ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen. Aber wie geht es mit unserem Leben manchmal so zu, wenn wir so viel Unglück erleiden, wenn wir irgendwie in Schwierigkeiten stecken? Wir finden eine fundamentale Aussage in den Klageliedern. Die Klagelieder, die ja von Jeremia geschrieben worden sind, die sich hinter dem Buch Jeremia befinden und vor dem Buch Hesekiel. Ich persönlich finde, dass dies eine der nicht nur brillantesten, sondern auch fundamentalsten Aussagen ist, die wir in der ganzen Bibel finden. Denn es ist ja doch häufig so, dass wir, wenn wir Unglück haben, versuchen, alle anderen dafür verantwortlich zu machen, nur nicht uns selbst. Und so lesen wir in den Klageliedern in Kapitel 3, angefangen in Vers 37. Das ist zu einer Zeit geschrieben worden, als Juda, das Haus Juda, in die Gefangenschaft der Babylonier geführt worden war. Und so schreibt Jeremia, wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl? Und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Vers 39. Was murren denn die Leute im Leben? Warum beklagen sie sich über ihr Unglück? Über die Tatsache, dass Gott wirklich nicht bei ihnen ist, dass Gott ihnen nicht hilft. Was murren die Leute denn in ihrem Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Darum geht es. Schauen Sie, Gott hatte damals das Haus Juda bestraft wegen ihrer Sünde. Aber das wurde nicht anerkannt. Da hat man versucht, dann alles andere, sogar auch Gott, dafür verantwortlich zu machen. Und Jeremia sagt, wenn wir Unglück haben, erforschen wir uns, prüfen wir uns, schauen wir, ob dieses Unglück vielleicht mit der Art und Weise zusammenhängt, wie wir leben. Und er sagt, was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Vers 40, lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns dann zu Gott bekehren. Gott suchen und er wird sich finden lassen. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Vers 42, wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Gott wurde sehr real im Leben der Juden damals, indem er sie in dieses Unglück führte, um sie aufzuwecken, um ihnen zum Bewusstsein zu bringen, dass ihre Lebensweise falsch war und einer Änderung bedurfte. Aber er gibt auch Hoffnung. Er gibt Hoffnung. Wenn wir weiterlesen in Vers 55, er sagt durch Jeremia, er sagt, ich aber rief deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube, und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief,
und sprachst: Fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlösest mein Leben. Jeremia sagt: Wenn wir uns Gott nahen, wenn wir unsere Sünden bereuen, so wird Gott sich finden lassen und so wird Gott uns antworten, wenn wir zu ihm beten. Das ist die Hoffnung, das ist die positive Botschaft, die hier zum Ausdruck kommt. Aber zunächst einmal müssen wir unser Leben überprüfen, müssen feststellen, warum wir nicht Gott so nahe sind, wie wir sein sollten. Und so schauen wir uns zum Abschluss noch eine Stelle im Buch Ezekiel an. Eine Prophezeiung für die unmittelbare Zukunft, die sich hauptsächlich an die Völker in Europa wendet, an Amerika, an England und an andere englischsprachige Völker. Es geht nämlich hier um das Haus von Israel in der Jetztzeit. Schauen Sie, es geht hier nicht um die Juden. Das Haus von Israel wurde damals im Alten Testament von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt. Später wurde das Haus Juda von den Babyloniern in die Gefangenschaft geführt, aber die Juden kamen zurück und kehrten zurück ins gelobte Land und waren dann da, als Christus hier auf Erden lebte. Das Haus Israel kehrte niemals ins gelobte Land zurück. Das Haus Israel wurde von den Assyrern versklavt, wurde nachher aus der Versklavung entlassen und hat sich dann nach Europa hin bewegt. Hat sich teilweise in Europa niedergelassen, teilweise sind sie weitergewandert nach England und von dort nach Amerika. Und hier ist eine Prophezeiung für unsere Zeit heute, die sich auf diese Völkerschaften bezieht. Und schauen wir uns einmal an, was Gott hier zu sagen hat. In Ezekiel Kapitel 6, angefangen Vers 2. Gott wird sich sehr real erweisen, aber nicht unbedingt in einer Sprache, wie wir sie gerne haben möchten. Ezekiel Kapitel 6, angefangen Vers 2. Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich. Ihr Berge Israels, er wendet sich hier an die Führer der Nationen. Ihr Berge Israels, höret das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott, aber er wendet sich nicht nur, schauen Sie, an die Führer. Er wendet sich an jeden Einzelnen, der willens ist zu hören. So spricht Gott, der Herr, zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern. Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen zerstören, dass eure Altäre verwüstet und eure Rauchopfer sollen zerbrochen werden und will eure Erschlagenen vor eure Götzen werfen. Haben wir heute Götzen in der westlichen Welt? Ich glaube, Sie kennen die Antwort. Vers 5. Ja, ich will die Leichname der Israeliten vor ihre Götzen hinwerfen und will eure Gebeine um eure Altäre her verstreuen. Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen. Und eure Rauchopfer sollen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen und ihr sollt erfahren. Dann werdet ihr erfahren, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Schauen Sie, alle Städte, alle großen Städte, heißt es hier, sollen verwüstet werden. Das war vor der Erfindung der Atombombe, der Nuklearwaffen, überhaupt gar nicht möglich. Aber es wird in der Tat geschehen. Schreckliche Zeiten stehen bevor. Gott lässt dies zu. Gott wird es bewirken, um uns aufzuwecken. Und einige werden aufwachen. Ich hoffe, Sie sind bereits heute schon wach, denn Gott bietet auch Schutz an vor diesen Zeiten für diejenigen, die bereits heute wach sind und wach bleiben. Er sagt hier in Vers 8, ich will aber einige von euch übrig lassen, die dem Schwert entgehen unter den Völkern, wenn ich euch in die Länder zerstreut habe. Diese, eure Entronnenen, werden dann an mich denken, unter den Völkern, wohin sie gefangen weggeführt sind, wenn ich ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen, die nach ihren Götzen sahen, zerschlagen habe. Und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, das sie mit all ihren Gräueln begangen haben. Das ist die Einstellung, zu der wir alle kommen müssen, dass wir uns ekeln vor dem, was wir in unserem früheren Leben getan haben. Dass wir wirklich nichts mehr damit am Hut haben wollen, sozusagen. Vers 10. Und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet, solches Unglück ihnen zu tun. Schauen Sie, Gott wird sich sehr real erweisen. Aber für uns heute sollte Gott schon eine Realität besitzen, die nicht mit dem übereinstimmt, was hier beschrieben steht. Letztendlich läuft es darauf hinaus,
ob wir weiterhin in der Sünde verharren wollen oder ob wir uns von der Sünde abkehren wollen. Wenn wir Hoffnung haben wollen, dann können wir sie nur dann haben, wenn wir die Sünde ablegen. Schauen Sie, die Sünde zerstört die Hoffnung. Und damit natürlich ist keinerlei Realität Gottes in unserem Leben dann mehr zu finden. Der Prediger Salomo hat in seinem Buch Prediger letztendlich die Hauptsumme alles dessen, was ich heute gesagt habe, was überhaupt das ganze Leben ausmacht, zusammengefasst. Und er hat gesagt, die Hauptsumme aller Lehre ist die: Fürchte Gott, halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Oder wie man auch sagen kann, das ist die Pflicht eines jeden Menschen. Und dann fügt er noch folgende Warnung hinzu: Denn Gott wird alles, auch das Verborgene, ans Licht bringen, ins Gericht bringen, es sei gut oder böse. Denken wir daran, wenn wir eine enge Beziehung haben wollen zu Gott in unserem Leben, dann fürchten wir, ehren wir, respektieren wir Gott, respektieren wir sein Wort und halten wir seine Gebote. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.